Vielleicht ist euch was aufgefallen. Die M34 Bariton Edition 2020 ist keine normal gestimmte Gitarre, ist überhaupt keine normale Gitarre. Ich finde, sie ist grundsätzlich, ist eine Bariton-Gitarre immer etwas anders zu spielen oder man muss sich erstmal ein bisschen drauf einspielen, im Gegensatz zu einer ja, normalen, klassischen Western-Gitarre in einer normalen Stimmung. Es ist auch nicht das Instrument normalerweise, was man sich als erstes zulegt, so als Gitarrist, sondern wenn man vielleicht schon die eine oder andere Gitarre zu Hause stehen hat und jemand ist, der gerne mal nach Ideen sucht, dann ist das einfach ein wunderbares Instrument, um sein Repertoire zu erweitern, auch für Sänger zum Beispiel, um andere Tonalitäten zu erreichen, um dem Stück, was man spielen möchte, einen anderen Charakter zu verleihen oder einfach selber zu komponieren. Es ist ein wunderbares Instrument. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Bariton-Gitarren im Allgemeinen. Tatsächlich besonders von diesem Instrument hier, weil es eine gelungene Kombination aus unserer Edition-Serie ist. Ganz klassisch mit einer europäischen Fichtendecke und knallrot, ein schöner Padauk-Korpus. Das ist auf jeden Fall, sieht das sehr, sehr schön aus in echt. Und sie hat natürlich auch noch sonst ein paar Besonderheiten wie die Mensur von 680 mm, weil die einfach, ja klar, mit der tiefen Stimmung sonst nicht zurechtkommen würde, würden die Saiten nur noch scheppern. Stimmung ist dann H-E-A-D-G-Fis-H, also im Prinzip eine Quarte tiefer gestimmt. Wenn ihr eine Gitarre, also eine Bariton-Gitarre im Laden sucht, die sind immer sehr leicht zu finden, weil sie haben immer ganz große Zettel dran stehen, wo drauf steht, Achtung, bitte nicht auf E stimmen, das ist eine Bariton-Gitarre. Daran erkennt man die sehr leicht. Wir haben hier außerdem für eine Bariton-Gitarre eine sehr außergewöhnliche Kombination, weil ich einen M-Korpus habe. Das ist für eine Bariton-Gitarre sehr klein. Normalerweise werden Bariton-Gitarren als Jumbo-Korpus gebaut, aber das ist natürlich nicht jedermanns Sache, wenn man dann so einen riesen Korpus dann hat, vor allem wenn man ein bisschen kleiner gewachsen ist, dann klar, kommt man mit dem Jumbo-Korpus einfach nicht so gut zurecht. Und wir haben hier eine 46er Halsbreite. Normalerweise sind unsere Bariton-Gitarren mit einer 48er Halsbreite ausgestattet. Das kommt dem kleineren Spieler mit den kleineren Händen dann eventuell auch noch entgegen. Aber auch ich, wo ich jetzt doch relativ groß gewachsen bin, kann wunderbar auf dem Instrument spielen. Ist überhaupt gar kein Problem. Wir haben außerdem ein Cutaway, klar, um in die oberen Lagen zu spielen. Lohnt sich übrigens auch, also in den oberen Lagen klingt die Gitarre auch sehr schön. Man muss sich, wie gesagt, also ich würde nie in den Laden gehen und eine Bariton-Gitarre zwei Akkorde spielen und einfach dann wieder wegstellen, weil ich sage, gefällt mir nicht, sondern eine Bariton-Gitarre ist wirklich wie ein anderes Instrument. Man muss sich ein bisschen drauf einspielen und wenn man mal 20 Minuten drauf gespielt hat, dann kann man eigentlich erst so beurteilen, ob einem das Instrument gefällt, aber unbedingt ausprobieren. Wir haben ganz klassisch das Anthem-System eingebaut hier, also mit dem Deckentonabnehmer, dem Mikrofon, der hier drunter eingebaut ist und dem Piezo-Tonabnehmer unter der Stegeinlage. Und ja, die Stimmung kennen vor allem die Mettler unter euch sehr gut, wenn jetzt jemand irgendwie E-Gitarre spielt und die eher in tieferen Frequenzen spielt, auf B oder auf H, dann kommt dem das vielleicht auch noch besonders entgegen. Oder eine Bariton-Gitarre kann man auch manchmal ähnlich spielen wie ein Bass. Es ist so ein bisschen wie so ein Übergang. Man kann sehr gut drauf slappen. Und man hat auch so, ja, man kann auf jeden Fall so bösere Frequenzen spielen, so ein bisschen. Genau, irgendwie sowas könnte man dann drauf spielen. Genau, ich würde sagen, wir hören uns einfach nochmal die in einem Strumming an, wie dasselbe Strumming, was ich teilweise auch in den anderen Videos gespielt habe, auf der Bariton-Gitarre klingt. Genau, ist natürlich vollkommen anders. Die Gitarre klingt sehr, sehr lange aus und hat einfach einen schönen, sonoren Ton. Es ist einfach wirklich, man muss es einfach mal ausprobiert haben. Wenn ihr Fragen zu der oder zu anderen Bariton-Gitarren von uns habt oder überhaupt zu den anderen Instrumenten, dann besucht doch einfach mal unsere Website.